Oh Gott, warum dauert das alles, bis sich das so bei mir aufbaut heute, ey? Irgendwas im Hintergrund laden? Steam oder so? Oh. Oh Gott, warum dauert das alles, bis sich das so bei mir aufbaut? Ach, nix. Heute, ey? Alles gut. Antivirenprogramm dachte sich, es könnte mal einen Scan durchführen, während ich anfange zu zocken. What? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Direkt geclosed. Geht ja gar nicht. Direkt vor allem habe ich eigentlich eingestellt, dass das abends 3 Uhr kommt. Ja, ich auch. Jetzt weiß ich nicht, was sie sich da gerade eingebildet hat. Die Zeit oft dazwischen. Naja, dir, ich weiß. Ich hab's einfach mal direkt geclosed. Geclosed. Geclosed? Oder was? Geclosed. Na, hat doch mir gesagt. Geclosed. Nicht geclosed. Hat nicht geclosed, Alter. Ich bin doch kein Hamburger. Klaus. Ja, Körperklaus. Körperklaus. Ja, genau. Ah, das ist so ein gutes Zeichen. Ja, ich muss, ich muss gar nichts machen. Das ist geil. Ich kann einfach bauen. Wo bist du? Da. Was hast du? So? Ich mal an. Ja. Ach, Steffi, wolltest du mir nicht Topaz geben? Nein, nicht. Topaz. Ah, so schön lila. Bei mir viel besser stehen. Ich hab eine rote Krawatte. Ah, jetzt blinkt Gestalt an. Geil. Steffi, Jungs, wir sind noch. Achso, deine Hütte. Ja, mit dem Wasser, richtig gut. Mit dem Wasser? Alter. Barrier ist doch unsere Map, oder? Ja. Ja, wir sind doch auf dem falschen Server. Da steht ja, Barrier. Problem hatte ich auch. Fortschrittlich. Also bei mir bist du grau in der Art. Du bist auf Delta Tier 2. Bei mir steht echt ohne Scheiß Barrier Tier 1. Also wie viele brauchst du? Ich glaube, die Fahnen werden nur noch nicht angezeigt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ja. Ich glaube, die Fahnen werden nur nicht angezeigt, weil ich so weit wegstehe. Ist an unserem Teleportstein eine Burg, so eine Holzburg oder so ähnlich? Und nochmal eine Steinburg daneben, da gegenüber. Du wirst mir auf Delta angezeigt. Wieso ja. Machst du nicht mit rechts? Ich war davor auf Delta. Das wird noch. Ja, ich mach Freunde-Teleportation, genau. Ja. 300 brauche ich. Okay. Dann kann ich dir den Outfit-Table bauen. Das ist nice. Was ich richtig scheiße finde, ist, dass die Null auf dem Namp nicht funktioniert. Okay, what the fuck? Ja, was wahrscheinlich unter 1 Fügen gelegt ist, denn. Ja. Schreibst du echt immer mit dem Nummernpad die Zahlen? Finde ich ja krass. Ja, ich bin es halt vom Flipband noch so gewöhnt, dass ich halt immer mit dem Numpad jetzt arbeite. Ich weiß auch nicht. Und der ist ja auch richtig so eigentlich, dafür ist er da, aber ich mache das irgendwie immer über das Lange. Das Numpad ist da, um mit Arma in die Gegend zu gucken. Oh, ein Arma. Jetzt sind verschwunden? Ach, da runter. Emilio! Ja, also ich war auf der richtigen Map, nur wurden mir die blauen Flaggen nicht angezeigt. Oh, ja, ich komme. Ja, entschuldige. Oh, ich gebe erstmal einen Daumen nach oben. Der erste Daumen bin ich. Look at my treehouse, my amazing. Was? Das passt aber nicht. Look at my house is amazing. Ja, da steht aber. Ja, look at my treehouse, my is amazing. Genau. Treehouse is amazing. Die Treppe ist schon mal mega fett. Echte besser Qualität als meine. Leider. Aber du hast eine Wendeltreppe gemacht.
Nein, habe ich. Achso, ja. Ja. Die meinte ich nicht. Ich meinte das Geländer eigentlich auch nicht, die Treppe. Danke. Wieso? Danke, weil ich das Geländer gemacht habe. Oh, naja, so gut ist es nur doch wieder nicht. Nein, es ist geil auf jeden Fall. Wieder, dass ich irgendwas gemacht habe, dann bekomme ich mein Lob und freue mich still. Also du hast einfach nur ganz normal gebaut und dann in der Mitte das Geländer gesmoothed. Paar Mal. Nee. Nee? Nee, ich habe mit Mikrovoxeln gearbeitet. Ich habe nichts gesmoothed. Achso, es sieht aber so aus wie gesmoothed. Ja, nee, das smooft sich dann von selbst ein bisschen. Das passt sich halt an. Wenn du jetzt so ein Viereck mit den Mikrovoxeln drauflegst, dann wird das so spitz wie eine Pyramide. Okay, ja, das... Bleistift, Steffi. Das verstehe ich. Bleistift. Und wenn jetzt hier zum Beispiel guckst, diese Ecke da oben steht mehr, also steht nach links und die steht auch nach links. Und wenn jetzt willst, dass die nach rechts steht, dann könnte man das mit diesem Reaktor machen. Ah, okay. Dann müsste man die Spitze kurz kopieren und dann mit dem Reaktor halt verändern. Ui, das sieht und geil aus. Das hat Nico gemacht, richtig. Das nice, sieht oder? Wahnsinnig gut aus. Mhm. Hast du das gesmoothed oder was? Mhm. Richtig krass, Mann. Das sieht richtig, richtig baummäßig geil aus, so wie Äste irgendwie. Voll nice. Das muss überall hin. Ja, genau. Hier auch, Alter. Hast du kopiert danach, oder? Deine Schuhe. Templates erstellt, ja. Ja, richtig geil, Mann. Das sieht richtig nice aus. Aber das funktioniert nicht immer ganz gut. Eine Mischung aus Cowboy-Stiefel und... Goldbeschlag. Steffi, jetzt musst du mal herkommen, das ist dein Outfitter-Table stellen. Wahnsinnig gut, Alter. Das war bestimmt einiges an Holz, was da reinging. Bei schönem Wetter siehst du in die Richtung in meine Burg, oder? Wow, tot. Bin auf dem Weg. Das ist krass. Ah ja, nee, du kannst ja nicht stehen. Aber jetzt geht's zu meiner Base. Ey, komm, Holz hacken. Ey, drop. Ey, komm, wir hacken zusammen Holz. Ich hack hier nur auf dem Weg mir, also. Sieht gut aus, weiter so. Aber trotzdem fehlen noch die Pfeiler. Finde ich. Ja, da habt ihr aber schon die Idee. Okay. Aber die dauern am meisten Zeit dann, weil ich die aus ganz, ganz kleinen Teilen zusammenstecken muss. Warum das denn? Was hast du denn vor als... Verrate ich doch jetzt noch nicht. Oh. Ja, es kann ja sein, dass du es viel einfacher machen kannst, aber du jetzt einen ganz langen Weg nimmst. Geht nicht einfacher, leider. Du kannst nicht einfach was bauen und das rotieren? Nein. Warum nicht? Weil du dieses Tool nicht größer und kleiner machen kannst. Doch. Du kannst größer und kleiner machen. Nein. Doch. Ich schwöre es dir. Oder? Ach, nee. Nee, nee. Das ist ja kein Prop. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ah ja, Steffi, ich hol mal meinen Krittelsieb wieder aus seinem Claim raus. Nein, das ist sein Rüttel. Das ist jetzt meiner. Was? Das ist mein Krittelsieb. Wer schreibt mir denn, wenn ich am Zocken bin, ey? Ist das unangenehm. Ich hab ihn ins Inventar genommen und wieder aufgestellt. Jetzt kann ich ihn benutzen. Wo hast du denn die hässlichen Klamotten her? Nauze da drüben, ja. Rap, die bat sich nicht um vor zu schlafen, oder? Nein, nee. Im Shop gekauft. Ja, im Shop gekauft für 2 Gold. Also, ich weiß nicht, ich hab irgendwie so 100 Spieler-Credits gehabt. Da hab ich mir gedacht, ich kaufe mal einmal. Ich bin der Einzige, der Steffis Grundstück geliked hat, ey. Ja, man kann es ja auch erst seit gestern liken. Do you think so? Huh? Eddie, wie viele Etagen baust du eigentlich? 7, 8, 9. Wo ist Steffi jetzt eigentlich? Hä? Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Claim. Sehe dich, aber ich sehe deinen Pfeil nur, wenn ich aus dem Bild nehme. Da bist du.
Unmut? Ja, renn doch weg. Renn doch weg. Okay, okay. Oh, da ist meine Base, wie schön. Warum ist da ein Baum? Oh. Achso, das war meine. Alles cool. Wieso ist da ein Baum? Handel! Hey Leute, ich könnte zwei Attached Claim Flags craften. Jamie, wo bist du denn? Soll ich? Jamie? Wenn du das möchtest. Hat Jamie sich angekündigt, dass er auf Cars? Macht er doch nie. Ich kann 7 Attached Claim Flags bauen. Das werde ich ihm irgendwann angewöhnen. Wie willst du das machen? Ich weiß nicht, aber ich werde es schaffen. Irgendwann sagt, ich bin nicht mehr da. Genau. Ja, aber mit diesen Attached Claim Dingern, dann können wir eigentlich unsere Claims vergrößern. Dann können wir die Burg jetzt schon eigentlich schön größer bauen. Hat jemand noch Tungsten und Silber? Du weißt. So. Nee, glaube nicht mehr. Also Tungsten, Barren. Müsste ich gucken, wofür brauchst du es? Silberbarren. Um wieder eine verkackte Pickaxe zu bauen? Nee. Neuen Grappling Hook. Achso, den neuen. Guck mal, das sieht aus wie eine Zeitkappe. Das ist meine Zeitkappe. Wie viele braucht man denn für so ein Ding? Du bist so ein Idiot, Nico. Natürlich weiß ich, dass das falsch ist. Jetzt hört doch mal auf, Mann. Für was haltet ihr mich denn eigentlich? Seid so blöd. Mach manchmal keinen Spaß mit euch zu spielen. Wie könntest du die hinstellen? Das ist aber falsch. Ich kann keine Tipps von dir. Du nimmst mich nicht ernst. Wir sollten mal ein paar Refinery Stations und so aufstellen. Ich baue die nicht so weit auseinander. Da muss man mal so viel laufen. Was meinst du? Crafting Station so weit auseinanderbauen. Ich will keine Tipps von dir. Lass mich. Oh oh, da hat jemand seine Tage bekommen. Boah, fick dich. Als Strafe wird jetzt eine Stunde nichts mehr gekauft. Der Typ hat geschrieben, ich hole mir wahrscheinlich selber einen Key, falls mir das Spiel, wenn ich gefällt. Weil falls nicht, wäre es schade um den Key, schreibt er. Was meinst du? Ja. Die Umkrisse meiner Punkte sind ja von hier aus schon. Das gehört Palono? Nope, hab ich gehört. Gut, also. Jetzt musst du mir mal mein Claim angucken, komm, jetzt ist auch das Wetter wieder besser. Ich komm sofort. Wie viele Keys hast du denn noch, Palono? Die kannst du bei eBay für 5 Euro verscheuern pro Key. 3, ja, okay. Verscheuert doch den. Wo soll ich hinkommen? Ach, nee, zu weit weg. Das ist ein Loch in der Wand. Ach, danke, Nico. Danke, Nico. Hast du nicht ein Baumhaus, das du irgendwie umzäunen musst oder so? Wo du vielleicht mal ein paar Stelzen dran bauen kannst? Ich gerade hierher gekommen bin und einen Haufen von meinen Mats für deine Outfitter-Werkstatt hergestellt. Ja, verwendet. Ja, dann stell sie doch hier. Ich habe mir jetzt übrigens eine eigene Techstation wieder und einen eigenen Ofen gecraftet. Wer hat, der hat. Ja, Steffi hat ja meine Clowns. Der Clowns immer. Bring sie dir gleich vorbei, wenn du willst. Nee, behalte sie. Ich habe jetzt auch. Ich benutze sie eh nicht. Nach diesem Rüttler. Ein Rüttler? Der ist nützlich. Wenn du genug Dreck hast, kannst du da in Erz umwandeln. Genau, die Rüttler sind nice. Ja, Dreck ist das Einzige, wovon ich wirklich genug habe in meinem Leben. Oh. Jetzt kannst du es in den Tier 3 Erz umwandeln. Zum Beispiel Kupfer. Kupfer ist doch nicht Tier 3, oder? Nein, das war jetzt ein Scherz. Achso. Ah, okay, ich bin nicht gut in sowas. Ich mache meine Wände aus Wasser. Ich glaube, ich kann es gut.
Da kann man aber durchlaufen, wenn sie aus Wasser sind, beziehungsweise durchschwimmen. Nochmal was? Nein, die Wellen an die Felsen schlagen, ja. Das Geräusch. Oh. Ich schaue mir jetzt mal von Weitem und dann gucke ich wehmütig auf deine Burg und denke mir, im Nebel von Avalon. Echt nice. Ich taufe die Insel Palonien. Palonien. Palma de Palono. Ja. Palono Creek, wie in GTA. Porto Palono. Okay, der war schlecht. Deine Mutter ist schlecht. Alter, meine Mutter ist tot. Becker hat übrigens einen schnelleren Weg als Schwimmen entdeckt. Kennst du den Mycho? Einen schnelleren Weg als Schwimmen. Sich am Meeresgrund im Grappling Hook rüber zu ziehen. Das hab ich auch gedacht. Ein Boot bauen. Das macht echt Spaß. Also, wenn es mal irgendwann so richtig PvP abgeht, hab ich die strategisch beste Position. Und bei mir werden sie dann immer kommen und sich einen saufen und stärken. Um dann wieder das Baumhaus anzugreifen. Oh nein. Da müsste ich sehen, das Jungs, Baumhaus jetzt. Kaffee. Mein Bogzähnen schaue ich auf das Baumhaus hinab. Hä? Mein Baumhaus ist höher als eine scheiß Burg. Ich schaue mein Baumhaus hoch. Hm? Jetzt muss ich mal hier Maschinen bauen, damit ich hier auch craften kann. Oh, genug Holz gehackt hier. Seh von hier aus deine Burg. Von hier oben, das ist cool. Muss ich mir erstmal diesen hässlichen Spiegellandschaft stellen? Ich sehe von hier aus nur dein Holzding-Haus. Oh, die hat meine Kerzen angelassen. Ich glaub's nicht. Komm an, die Kerzen sind an. Geil. Oh, das ist so schön. Haben deine Kerzen etwa nicht ausgemacht? Nee. Scheiße. Das sieht so schön aus. Ich weiß, bei mir gucken die... Hallo, hast du mal meine Hütte reingefahren? Wie episch? Ja. Geil, oder? Ach, du brauchst ein Was? Das sieht auch nicht mehr aus wie ein Schlauchboot. Ja, Mühlboot. Das reicht Mühlboot. Kein Schlauchboot. Lol. Wusstet ihr, dass wenn Pflanzen auf eurem Grundstück sind, könnt ihr Rechtsklick drauf machen und dann adjusten, größer, kleiner ziehen? Okay. Ja. Ja, ja. Oder einfach nur delete. Deine Blumen gepflanzt. Nein. Man kann sie nicht nehmen. Ich meine Pflanzen, die schon draufstehen. Ach so, echt? Ja, ja klar. Mach hier Rechtsklick und dann Adjust oder Delete. Cool. Ja, voll. Ich muss leider deleten. Es sei denn, nee, ich schieb die rüber. Adjust. Schiebe ich eben durchs Haus durch. Kannst du ja eine Baumwollpflückerplantage machen. Klar. Geht ja nicht. Es war ja nur die eine hier. Oh. Oh, das Ding ist wieder zurückgekommen? Oder habe ich es gerade kopiert? Kannst du die Baumwollpflanzen kannst du craften? Echt? Ja. Bist du sicher? Ja. Schwör auf Koran? Aber die kann man halt dann nicht ernten, oder? Nein. Schwör auf Koran? Nein, die kannst du nicht ernten. Okay, dann mache ich Delete, wenn man die craften kann. Okay? Gut, Delete. Aber wehe, man kann die craften, bist du ganz sicher, ja? Ja. Okay, dann mache ich Delete. Chup, weg ist er. Also diese Farne, die du hier sammeln kannst, diese Fiberplant. Ja, gut. Oh Gott. Heute sind wir alle ein bisschen aggressiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Liegt am wenigen Schlaf, ey. Ach, halt dein Maul. Ich hatte gut geschlafen irgendwie, auch wenn ich wenig Schlaf hatte.
bin immer schuld. Warum geben Männer immer mir die Schuld für alles? Tja. Weil es ein Muster dazu ist. Weil du jüchelt bist, jüchlang bist. Stimmt und stimmt. Stimmt und stimmt. Oh Mann. Echt? Ich hab da irgendwie voll den Ohrwurm von, keine Ahnung. Das hat aber irgendwie gerade voll gepasst. So. Nein, das war falsch. Zurück. Ja, Palono, nicht alle Tockerinnen sind sehr gut und fett. Aber Steffi ist leider eine davon, nein. Fick dich. Ja. Ja. Ich hab dein Foto auf Skype gesehen, du Trottel. Dein Bewerbungsfoto. Ah. Haben uns alle genug gedisst, ja? Schön. Ist locker schon 6 Jahre alt. Ich mach dir ein Treppenhaus, Wasser. Hey. So, das muss reichen als Tiefe des Raumes. Ey, wo ich jünger war, habe ich aber echt eine Zeit gehabt, wo ich wirklich 72 Kilo hatte. Wow, voll fett für eine Frau. Ja, echt mega fett, Alter. 72. Ich war nicht fett, aber es war too much. Frauen sind immer so komisch, was Kiloangaben angeht. Es geht darum, ob man zufrieden ist oder in den Spiegel guckt, nicht wie viel man wiegt. Ich habe nie eine Diät gemacht und ich habe nie irgendwie keine Ahnung, aber ich bin ja reingewachsen. Ja. Ich hatte nur schwere Körper. Fett wächst nicht. Boah, Alter. So komme ich nämlich immer zu Palonos Hintergrund. Ja, einfach treiben lassen. Ich setze mein T-Shirt an Segel und lass mich einfach treiben. Ich lege mich auf den Rücken, tu mein T-Shirt hochklappen und dann... Oh Gott. Oh Gott, dieses Kopfkino. Diese Bilder in meinem Kopf. Ja, ja, genau. Und dazu so Karibik-Musik im Hintergrund. Ja, Kohlrabi? Nein, ich sagte Keramik, weil ich gerade Keramik vor mir habe. So Kohlrabi-Musik! Die Säge! Steffi hat sogar ihren eigenen Außenbordmotor. Gas getrieben. Alter. Gib mir mal lieber Mauer bauen. Ey, die Mauer los. Nein, die wird jetzt gebaut, Schnauze. Gib das Hand frei. Eieiei. Hey, in Winterthur haben sie es freigegeben. Wer geht schon nach Winterthur? Ja, seit man dort Gras rauchen kann, überlege ich, dort zu leben. Nein, Gott. Aha. Kann ich auch hier. Also, weißt du, ich gehe immer nur wegen geilen Hotdogs nach St. Gallen an den Hauptbahnhof. Echt? Gibt's da geile Hogs? Ja, da zum Hotdog King oder so. Ah, okay. Boah, da. Beppi, was hast du das übermorgen gar nicht vor? Gewusst. Gehen wir nach St. Gallen Hotdog essen. Es ist Montag, oder? Wow. Nee. Ja. Morgen. Nee, heute ist Freitag, Sonntag. Was habt ihr alle mit... Sonntag hat doch Essen oder sowas. Heute ist Freitag. Heute ist Nationalfeiertag. Yay, interessiert mich ein feuchten Kehrig. Sag mal, habe ich irgendwie was... An der Klatsche, ja. Definitiv, haben wir alle. Irgendwie ist hier was kaputt gegangen. Sonntag Hotdogs sind dann geil. Hey, Steff, die Hotdog von da, die musst du ja nochmal probiert haben beim Liegen. Wir nehmen Sascha, da gehst du zuerst nach Kreuzlingen, da holt sich Sascha den Tagesgeher. Und Sascha nach St. Gallen.
Ja, episch. Mann. So. Sascha, aufstehen, schmecken, LKW hinstellen. Aber das, ihr habt das gesehen auf dem Multiplayer, das ist aber noch ziemlich krass da. Ey, da so viele andere Spieler. Weil ich wollte ja loslegen und ich habe nicht gerade den besten LKW. Ey. Hör auf mit diesem Drecksgame. 20 haben mich überholt. Ja, eben. Kein interessiert, was von Euro Trucks mit. Ja. Du redest nicht mit Sascha hier. Doch, ich finde das einfach das Geilste. Du bist mit Sascha im TS und solange man da keine Mexikaner über die Grenze schmuggeln kann, interessiert mich das Spiel nicht. Oder kleine Kinder. Warum liegt ja etwas daran, dass noch mehr Mexikaner über der Grenze sind? Doch, wir haben genug in der Schweiz. Mexikaner? Echt? Nee, ich meine nach Amerika einschmuggeln. Die dann die Jobs der Amerikaner klauen. Die klauen uns Retter. Und was type their Jobs? Die sind hier. Mauer nimmt Gestalt an. Ich check es mal nicht mehr. Irgendwas hat sich schon wieder auf. Bei dir würde ich mich auch aufhängen. Ja, und das von dem Typen, der sich in 2 Minuten jedes Spiel kauft, was ich auf meinem Steam-Account neu lade. Hä? Gib's zu, du kannst doch nicht ohne mich leben, Nico. Ja. Oh. Was ist los, Jamie? Ja, was ist los, Jamie? Nicht? Das klang aber gerade so, als möchtest du was loswerden, Jamie. Nein. Nee, alles gut, ja? Jamie ist eigentlich heimlich in Steffi verliebt, deswegen ist er eifersüchtig. Ja, klar. Oh, Jamie, das Ding ist immer so still. Ja, weiß nicht genau. Weil er sich, ja, genau, ein. Was nehme ich denn als Decke? Wie wär's mit Rand halten? Ja. Danke. Das ist so frech, ne? Ja, das kann ich nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ja, das ist so mit den Leuten aus dem Internet. Ja, das ist eine schöne Dachfarbe. Oh mein Gott, ich muss meine Stützpfeiler hinten raus alle reparieren und neu setzen. So. Jetzt noch Innenwände. Oh Gott. Ich brauche Reparaturhilfe, wer hat Interesse? Oh, ich bin gerade mit meinem zweiten Stock verpflichtet. Wie tief darf ich denn gehen? Spiel, du bist bekloppt. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Ordnung machen in meinem Innenhof. Okay, hier ist Ende. Das ist ja ganz schön tief. Durch mein Wasser gejumpt und oben wieder rausgekommen. Hast einen Bug gefunden, Gratulation. Alter. Wer Bugs findet, darf sie gerne behalten. So, ich hab eine Idee, richtig nice. Platsch und dann, oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen und ich hab keine Grappling Hook dabei. Oh, bin ich blöd. Du hast kein Grappling Hook dabei? Nein, ach, ist egal. Achso. Ich mach so eine Art. Ich muss mal gucken, wie ich das mache.
Ich mach so ein kleines Jumping-Puzzle unten rein. Ich habe jetzt richtig tief gegraben und um hochzukommen, musste man ein Jumping-Puzzle machen oder natürlich eine scheiß Grappling-Hook abusen. Nice. Ja. Ja, ich sehe. Weil es ist ja eine Falltür und dann... Ja. Jetzt kann ich noch in die Seite ein bisschen das aushöhlen. Dann fängt man dort an und ja, ja, das ist ganz cool. Probiere ich aus. Siehst du, ich habe immer Ideen. Halle? Ja, Jamie? Porte dich mal her, schnell. Warum? Nochmal. Ja, Sekunde, Jamie. Okay, das war uncool. Ein Stück tiefer. Wie groß muss das Loch sein, damit nicht reinpasst? 9 mal 5 oder kleiner? 8 mal 5. Groß sind die Tür. Ich weiß es nicht. Auch nicht. So. Sag mir halt, ne? Was? Ja, ja, ich komme jetzt sofort. Das wird ein geiles Jumping-Puzzle. Wo soll ich denn hinkommen, Jamie? Na, direkt nicht antworten. Nee, das kann ich nicht. Dann lauf her. Ja, bin dabei. Mann, Mann, wozu denn eigentlich? Naja. Ja? Ich bin selber am Bauen, falls du jetzt denkst, ich baue jetzt bei dir was. Nein. Oh ja, ich komme. Ist aber ja nur... Ob. Sau weit weg. In den Kisten, da kann ich nur ich zum Greifen, ne? In der Leo. Ja. Die anderen können reingucken. Aber nichts rausnehmen. Ja. Ja, ich muss so ein bisschen Baumwolle pflücken, kennst du meinen Job hier. Weil die sind auch zwei Baumwolle am Start. Ja. Guck mal, Wasser ist schon überall dran, so, ne? Ja, ist schön gemacht. Und du? Ja, ich weiß. Oh, leck. Gut, dass du deinen Job endlich magst. Hier fehlt Wasser, Jamie. Hä? Waterboy. Hier. Ja. Oh, shit, willst du mich verarschen? Das ist grad geil. Was ist das denn hier? Hä? Was ist das denn? Ja. Nee, das ist uncool. Echt? Ja, das wird doch die ganze Zeit blau, sobald man irgendwie guckt, alles. Ja, zoom doch mal ran. Ja, wozu soll ich ranzoomen? Damit es nicht mehr blau wird. Das ist aber... Nee. Ja, mir ist halt nicht mehr so viel eingefallen. Nee, Jamie. Ja, dann geh, komm, hau ab. Es ist eine gute Idee. Tschüss, geh. Geh aus meinem Haus. Ha 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 ha!
Das ist eine gute Idee. Ich finde, deine Treppe ist gut, Jamie. Die Treppe hier ist geil. Die finde ich gut, die kannst du so lassen. Und das würde ich ja auch machen. Das ist geil. Das Ding ist, guck mal, wenn ich so mache, dann ist ja nicht diese Holzplatte. Ja. Pass auf. Hey Leute, wusstet ihr ja schon, dass die Techstation so und so aus die Bauobjekte... Ja, Jamie, du musst eine Holzebene da drunter machen, damit man nicht durchfällt. Nein, hast du nicht. Du hast aus dem Holz gerade Wasser gemacht. Du hast nicht eine Wasserebene über das Holz. Doch. Siehst du doch, guck mal, ich hab hier reingeschnitten. Siehst du das? Nein, da ist kein... Hier ist kein Holz. Hier ist Holz. Siehst du das? Da ist kein Holz. Oh, das war voll die optische Täuschung dann. Oh Gott. Krasser Scheiß. Ja, richtig. Optische Täuschung, Jamie. Was für optische Instrumente hast du denn heute genommen? Kann ich was für ein Zeug haben? Ja. Ja. Also da muss auf jeden Fall eine Holzfläche drunter, dann geht das auch, Jamie. Das ist aber auch logisch. Ja, ja, klar. Aber das ist an sich, ist es cool. Ist halt so Water verrückter Stranger Shit. Ja, da kommt halt, das ist ja das erste Gebäude, das nächste wird echt heimischer, ne? Das zweite wird Feuer. Das dritte wird Sand. Feuer, Wasser, Sand. Feuer, 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 Wasser. Kennst du das? Nein. Oh. Hatten wir damals zu DDR-Zeiten gespielt. Und der Hauptgewinn war eine Banane? Nein, zwei Bananen. Nein, der Hauptgewinn war einfach nur Spaß haben. Wenn Feuer war, dann mussten immer alle laufen ganz schnell. Und sobald Wasser oder Sand gesagt wurde, musste man, also ja. bei Wasser musste man sich auf die Stühle stellen und bei Sand musste man sich auf den Boden legen. Und der sich als letztes gelegt oder bewegt hat, der fliegt raus. Ah. Ja. Naja, Baum. Nein. Baumduell. Baumduell. Genau. Baumwollenduell. Ja, das war schon wieder flach. So ist er. Gott, ist der Charakter am Abspacken. Wenn du wenn du Gras jätest, wie man das nennt hier, und dann dabei springst, dann geht der Körper richtig ab. Wenn du Gras spackst du voll ab, ey, Alter. Oh, das sieht es gut, das wollte ich mir eigentlich mal merken, ey. Oh, aber ich bin so faul. Na gut, ich werde mal aufgehen, weil ich Besuch bin, ne? Was? Was machst du? Besuch? Nein, ich bin auf Essen. Hey Jenny. Hi. Ich finde das. Ich finde das Bild von dir gut, was du gepostet hast. Nein, das mit, wo du die Waffe von dem Stormtrooper hast. Cool, ne? Ja, voll nice, ey. Cool, ne? Ich auch. Ich auch. Oh, Jamie, ey. Du warst so neidisch, dass du dich auf die Idee gekommen bist. Klatschen! Klatschen, ich wollte klatschen hören. Ja. Warte! Ja, aber auf der Seite. Nochmal! Spiel auf der Seite nochmal! Okay, das war so toll! Alter, seid ihr so. Scheiße. Standing Ovation von uns. Ja. Boah. Jetzt hat er sich gemutet. Nein. Nein. Wie er von seinem Kollegen gemobbt wird. Von seinem... so schlecht, ey. Geil, ich habe mir Mühe gegeben. Also, das reicht auch wieder. Und ich habe einen Bug gefunden. Also, du kannst das Bild ruhig gerne nutzen. Du kannst das als Spielmensch nehmen. Lass als, dich raus dann. Als Spielmensch? Als Profilbild. Oh. Hätte ich auch nicht gemacht. Was du auch sonst immer nutzen möchtest. Boah. Ja. Sie hat schon verstanden. Okay, also. Ey, kannst du Sperma drauf photoshoppen? Super Pop. Oh Gott, ey. Ey, Leute, hallo. Jetzt sind wir ruhig von hinten hier. Jamie, deine Haare. Ey, die Vorlagen sind so gut. Wie soll man das? Wie soll man das
Steine, genau. Scheiße. Das sind so richtige Steinvorlagen, ey. So. Ja, ich hab gerade einen Rückwärtssalto gemacht. Ja, ich weiß jetzt, wie ich rückwärts halte, das machen wir. Ja, rennen. Sprinten, rückwärts laufen und springen. Nein, du musst im Sidebend. Ist gut, Paloma, ist gut. Ja, ja, wunderbar. Da rede mal. Hör ich dich nicht mal sagen, ich sehe daran. Oh Gott. Fußball! Geh doch mal ran da! Fußball ist so. Fußball ist so scheiße. Fußball, geh doch mal ran da! Geh mal ran da, Junge! Geh mal ran da, die Bulle! Geh mal ran da! Meine war gut. Das Miranda, nennen die will, ja. Kennt jemand einen Lass Miranda? Kennst du ihn? Ja. Oh mein Gott! Steffi, komm ich mal suchen. Wie? Komm ich mal suchen. Auf solche Spielchen habe ich echt keinen Bock mehr. Was war das denn? Habe ich nicht genug Holz oder was? Ich verstecke mich gerade in einem Baum. Ja. Hab mein Ziel, das ist die Spitze. Ah, schon User disconnected from your channel. Fußball. Ja. Oh Gott, mein Holz geht zur Neige. Oh, nur. Ist aber auch klar bei diesen Wänden hier. Was soll ich denn sagen? Nichts. Bei mir schwebe ich in der Luft. Yeah. Der Baum ist für mich unsichtbar. Was ist das? Ich bin auf dem Baum. Das sieht geil aus. Und jetzt geht's wieder runter. Diese Innenhof sau klein. Ich brauch Holz. Ich brauch, was brauch ich denn für Holz? Ich brauch helles. Ja, helles Holz. Band of Plain Wood Planks. Muss ich wohl farmen. So läuft das. Ja, muss ins Schneegebiet. Im Geschäft. Ab in den Schnee. In Süden. Yes, das schließt sau ab, ey. So awesome. Nein. Aber boom. Toll. Mehr geht nicht. Oh, das war das falsche Shit. Oh nein. Right about now, we're gonna start to change the pace and change the style. During the course of the night,
Okay. Dann heißt jetzt Holz hacken. Ich weiß nicht, wie man das mit dem Green Moving macht. Du hast eine Form und willst Voxel removen? Ja. Da drückst du, wenn du diesen Gegenstand eingefügt hast, mit Steuerung, Linksklick, fügst du es doch ein, ne? Ja. Dann hast du noch dieses Fenster. Und dann hast du oben Fill Air with Voxels, ja, einen Haken drin. Genau. Du musst unten Remove Voxels einen Haken reinmachen und dann kannst du ausstanzen. Ah. Ah ja, ich hatte beides irgendwie, oder nee, ich hatte... Warte. Beides anders, wenn negiert sich. Bleibt Kunst. Hey, das hat nicht ausgeschnitten. Alter, schwer das aggressiv. Jetzt. Agro Rage. Das hat dich ausgeschnitten. User disconnected from your channel. Wer ist jetzt weg? Palono! Wo ist Palono gegangen? Weiß nicht. Oh. Waren wir ihm zu blöd? Quatsch. Ja, der hat manchmal Disconnect. Wie, der ist ja selber rausgegangen. Ach so. War ja kein Connection lost, sondern der ja left. Oh nein, was ist denn hier passiert? Scheiß dran. So. So kann das. Oh nein. Oh da. Ganz viel Emerald dann später. Ist es darin wow. Ernst? Oh Gott. Ornamente bauen kann. Was denn? Ich brauche noch viel mehr Holz. Dunkle brauchst du. Nee. Helle. Sammelst du denn? Sammelst du an einer völlig falschen Stelle da unten? Nein, da findet man das Holz. Das ist nicht das Problem. Du bist jetzt wieder bei dir zu Hause, oder was? Ja. Aber da findest du das helle Holz nicht.
Von dem hellen Holz hab ich. Ich hab echt viel Holz, glaube wow, ich. Wow, ich auch. Von dem hellen? Ich hab von dem hellen 1552 Stocks. Also die könntest du noch zu Bretter verarbeiten, die 1500. Was? Das wären ja 10.000 Holz. Ja, in etwa. Ja, 15.000. Ja. Naja, ich will mir das selber diesmal farmen. Ich hab schon oft genug geschnorrt hier. Doch kein Schnorren, wenn wir es eh nicht brauchen gerade. Ja, also ich brauch das helle Holz. Ja. Nee? Na gut, ich komm kurz vorbei. Auf dem Weg nehme ich zumindest das Holz mit. Wir sind doch ein Team, Leute, mein gemeinsames Ziel. Ja, das stimmt. Ich benutze nur das gestreifte helle oder das dunkle. Und du brauchtest, ja, ja. Was war das nochmal? Achso, nee, davon habe ich selber nichts. Sorry, wegen der Grappling Hook. Da habe ich selber von geguckt. Wie es Kobalt oder wie es hieß. Ach, Tungsten. Ja, du? Tungsten, sorry. Ja, davon habe ich leider nichts. Ja. Sonst hätte ich dir das geben können. Ja, ich bin nicht wild. Ich bin halt am Überlegen, was ich so für Gegenstände nehmen kann, auf denen man rumhüpfen kann. Mir fallen so Bänke und Stühle und Tische ein. Aber wie mache ich das? Sollen die dann in der Luft schweben? Ist das eine doofe Idee? Das ist ein bisschen wie in Alice im Wunderland. Aber glaubst du nicht, dass man dann da drauf fällt, wenn man... Nein, man fällt ja durch dieses Ding gerade runter. Das ist ja sehr schmal. Vor allem ist man mit dem Rücken zu dem ganzen Geschehen, wenn man das Ding aufmacht und reingeht. Das heißt, man dreht sich natürlich mit Absicht richtig rum. Wer betrügen will, kann sowieso die Grappling Hook benutzen, aber ich finde die Idee an sich ganz toll und ich mag Jumping Puzzles. Ja, vor allem die Leute, die dann denken, oh, da ist eine Tür im Boden, stellen sich drauf, klicken und fallen erstmal schön runter. Ja, aber haben halt eine Grappling Hook am Start. Es sei denn, ich hole Neulinge direkt dahin. Wollte ich gerade sagen, wenn wir neue Leute fürs Spiel rekrutieren, dann sagt er einfach, ey komm, guck dir mal mein Haus an, hier, geh mal in den Keller, der ist total genial. Ja, dann viel Spaß beim Rauskommen. Teleport, ja. Ich bin wieder draußen. So ein verrückter Typ hat mich im Wald in der Hütte eingesperrt. In der Holzfällerhütte, so ein Typ mit Holzfällerklamotten und einer Fliege. Voll der Nazi, Alter. Ja. Meine Cousine meinte ja gestern, das wäre mehr Skinhead. Ja. Ja, ist wirklich aber auch so. Also, ich weiß auch nicht. Wer hat gesagt Skinhead? Meine Cousine. Sie hängt mit Skinheads rum. Die mit dem Lotsdale. Nein. Außerdem mag Lonsdale alle Farben, ja. Also. Constable. Ja. Die Zeiten, dass Lonsdale als Nazi, keine Ahnung was, missbraucht wird, ist vorbei. Außer manche, die immer noch hängen geblieben sind. Ja. Constable ist doch in Deutschland eh verboten, oder? Was? Constable ist doch in Deutschland eh verboten, soweit ich weiß. Ja, weil da komplett NSDAP drin ist. Ja, aber sowas ist doch Schwachsinn. Es gibt so viele Worte, in denen NSDAP stehen kann. In Cottbus... NSD, man, hörst du mir überhaupt nicht zu? Ey, du hast, weißt du, denn, du kannst nie hören und dann... Hey, was ich sagen wollte ist, hier in Cottbus war man Fußballspiel und da hatten irgendwelche Nazis so einen Riesen über das halbe Stadion, so einen riesen Flagge, wo draufsteht, ein Sieg heilt alle Wunden. Und das hat auch keiner was dagegen gehabt. Das fand ich auch ziemlich crazy. Ja... Ja, weil wahrscheinlich die versteckte Botschaft da drin nicht. Doch, die erkennt doch wohl jeder. Ja, also wer das nicht erkennt. Ja. Ein Sieg feiert! Ja, da gab es mal einen ziemlich großen Bericht drüber, dass da nichts gegen gemacht wurde und so. Normalerweise hätte einer gleich das Ding anzünden sollen, ey. Und dann steht da nur noch Sieg heil. Ja. Toll. Ja, genau, dann fällt alles außenrum weg, ey,
Ja. Und dann, nein! Was habe ich getan? Okay, okay. Aber natürlich hat keiner die Eier da, das zu machen. Dann kriegt er nämlich ziemlich aufs Maul von irgendwelchen dummen Leuten. Ja, ich wurde auch schon mal von so Ich auch. Gut, weil sie dachten, ich wäre Ausländer. Naja, bei mir war es denn egal. Ich sehe nicht so aus wie ein Deutscher, aber... Nee? Nee. Wie siehst du denn aus? Wie eine Türkin? Also die meisten Leute schätzen mich eigentlich entweder auf Griechin oder als Iranerin oder so irgendwo aus dem persischen Raum. Aber meine Eltern sind deutsch, meine Großeltern sind deutsch, meine Urgroßeltern sind mütterlicherseits Franzosen. Okay. Also ich glaube, ich komme irgendwo aus Deutschland. Ich bin mir da nicht sicher. Komm irgendwo aus Deutschland. Oh, ab. So, ich habe dir ja gerade ein paar Mats gegeben als Dankeschön. Ein bisschen Kupfer, damit du deine Miete zahlen kannst. Leben ist hart da draußen. Ja. Was, wem, wo? Ja, da, guck doch in dein Inventar. Hast Kupfer bekommen, bisschen Dreck, ein paar Elemental Copper. Oh, weil der Abbau ja, eben. Ah, ja, das Kopierding, das ist nice. Da musst du halt hin und wieder abschneiden, ich sehe schon. Oder schneid... Ja. Ja, doch. Das hier gefällt mir jetzt nämlich nicht. Das gefällt dir nicht? Hä, das sah gut aus. Nein, es war zu dünn. Das wäre mir nie aufgefallen, nie. Aber gut, das geht ja auch so, genau. Wer hat mich jetzt schon wieder angeschrieben? Meine Fresse. So. Einfach kaschiert. Dann sieht man es nicht mehr. Exerei, Zorro. Muss ich gleich mal in den Livestream-Channel posten. So. Was denn? Ach, ein Bild, ein Facebook-Foto, was mir meine Cousine geschickt hat. Ziemlich spooky. Was kann ich denn dir dafür geben? Hier so ein... Nee, es geht auch nicht. Was geht denn? Hier kriegst du eine Falltür, das wird sich bestimmt noch nützlich Rubine erweisen. Kannst du mir dafür geben, wenn du welche hast? Rubine? Ja, lass mich mal gucken. Rubine. Rubi. Wo sehe ich die denn? Da in deinem Matsch. Amethysten und sowas alles, oder was? Ja, genau. Ja. Da ist unten links dann auch Rubine. Grüne unten links, Emerald. Emerald, genau, eine Reihe runter, ganz links. Ja, wie viel brauchst du davon? Also ich habe 150, aber alle abgeben wäre echt hart. Werde ich bestimmt noch brauchen. Ja, aber ich glaube 100 bräuchte ich glaube ich schon, aber dann gebe ich dir. Ich guck einfach mal. Ja. Nein, ich bräuchte... Ja. Ja, 57. 57, ja, das geht klar. Geht bei uns auch. Warte. Heroes and Generals spielt doch auch, oder? Hab ich gespielt, ja. Okay. Mein Freund schaut das gerade an. Ist gutes Game, aber kann man nicht ewig zocken. Gutes Game kann man aber nicht ewig zocken. Ja. 57, ne? Mhm. Ach man, das Game hängt schon wieder. Warte kurz. Es hängt gerade derbe ab. Also ich hab 45 FPS. Juhu. Nein, das ist, weil ich auf den Desktop geswitcht bin. Das passiert immer, wenn ich auf den Desktop switche. Ah, jetzt hat's geklappt, so. 57. Das ist Emerald. Ja, was wolltest du denn sonst?
Ja. Ups. Was wolltest du denn haben? Rubine. Ach da, die. Ja, davon habe ich 54. 54 habe ich, kann ich dir geben. Fehlen ja auch noch welche. Die sind bestimmt voll wichtig. Ja. Kommt drauf an. Rubine noch, Steffi? Ich kann gleich mal gucken. 3 Stück brauche ich jetzt nur noch. Mann, was schreibt denn mir? Ah. Kann ich wahr sein. Ja, komm vorbei. So, geh gleich auf den Weg. Oder kann ich dir die per Post schicken? Du hast keinen Briefkasten mehr. Man kann Post auch ohne Briefkasten annehmen. Ah, gut. Noch? Ja, noch wahrscheinlich, ja. Eigentlich Buggy. Buggy Buggy. Hast du bekommen? Weiß nicht, wo ist denn Post? Solltest du unten rechts angezeigt kommen. We have one message. Post? Rubies? Take all? Ja. Einfach runterspringt, anstatt die schöne Schlitterschanze. Genau. Ich nehme die Treppe am besten noch. Ja, ja, da kann man doch geil dran runterschlittern, Mann. Mann. Voll der Verschwinder. Voll der Verschwinder. Von Hinterschiff. Oh shit, ich muss doch erst. Oh, und wieder hoch. Susanne fand es gestern sehr angenehm mit uns. Sie freut sich schon aufs nächste Mal. Cool. Ich war auch extra nett mit Sahne oben. Mit was? Achso, mit Sahne oben drauf. Mit Sahne und Kirsche. Ja, du warst cool drauf. Bist direkt ins Detail gegangen mit deiner Freundin und so weiter. Wir werden fast zusammengezogen, schon nach 2 Minuten. Echt? So in real meine ich ja. Na, du und deine andere Freundin meinte ich. Hä? Die Lesbo. Die Lesbo? Die jeden Tag eine andere hat. Ach so.
Ja, die ist in Thailand. Thailand? Die stehen nicht auf europäischer Flamme. Doch behaarte Englisches. Ja. 15.000 sind rausgekommen. 15.000? Ja. Ja, ist doch klar. 100? Wenn du 1.500 hast, mal 100? 1.000. Das geht schon. Brauchst du nicht mal Abi-Mathe gehabt haben? Ja, ich habe noch 1200 über, hat genau gereicht, ey, scheiße. Das Holz? Ja. Von den 15.000 sind 1200 über. Ich raste gleich aus. Lässt mich immer vor die Hindernisse hin. Geht mal gar nicht. Oh, ich hätte hier noch zwei Plattformen, dann nehme ich unten mit den Geländern komplett. Yay. This is a nice. Aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock mehr. Ja, kannst du ein bisschen Farben gehen oder so. Ach, ich drücke jetzt erstmal die Beine hoch und genieß die Aussicht. Die Aussicht, genau. So eine Spur blenden. Oh, ich habe eine Idee. Oh Gott. Ohne. Wenn es schon so losgeht, sag bloß, du fängst jetzt an zu denken. Hey. Pass mal auf, du. Worauf, dass dir die Soße nicht zu den Ohren rausläuft? Oh, Alter. An deiner Stelle würde ich mal nicht so einen großen Rand haben. Tut mir leid, damit bin ich geboren. Oh shit. Ich hoffe, du hast einen Rauchmelder an deiner Tür, wenn dein Kopf anfängt zu qualmen. Aber Steffi, du musst mal gucken, komm, ob das so gut aussieht. Keine Zeit. Gerade was. Weg. Wenn ich das jetzt eh überall mache, dann habe ich eh nicht mehr Base in der. Das ist einfach so, es sieht sau gut aus. Damen und Herren. Sau gut, ey. Was wollte ich jetzt machen? Craft. Tür und so. Fenster und so. Und so.
Arschlecken und so, oder? Ich weiß nicht, ob man das craft. Oh, jetzt buggt das Tool schon wieder. Ich flipp aus. Ey, wenn du mich sehen könntest, anstatt mit der Kamera rein zu scrollen, gehe ich ganz nah mit der Nase an den Monitor, ey. Das sieht. Oh Mann, ey. Ich weiß jetzt, was du meinst mit seiner Lache. Nach der Zeit kommt's. Ey, ja. Haltet eure Klappe. Ja, je mehr du redest, desto mehr geht deine Lache auf. Aber es nervt amüsant. Ja. No. Oh, shit. Oh, ich glaube, ich muss gleich nochmal Kaffee machen. Hast du dich, Steffi? Gut so. Kennst du das, wenn du so müde bist und du bist am Holzhacken und du hörst die ganze Zeit den Sound vom Holzhacken, obwohl du gar nicht mehr hackst, weil du so müde bist? Ja. Oh. Und dann diese Stiche. Ja. Ja, wir hätten es gestern mal miterleben müssen, wie verstrahlt wir oben auf der Burg gebaut haben. Oh. Ey. Wir waren irgendwann so müde um 5 Uhr morgens. Ja, Alter. Wir waren total verstrahlt. Ey. Meine Stimme hat schon voll versagt. Gut, dass ich mich ins Bett gelegt habe. Ey. Ja, das ist wirklich so, wie Ted's Mom sagt, nach 2 Uhr morgens passiert nie was gut. Ja, ja. Das war gut. Ja, ab 3 Uhr fange ich schon immer so ganz langsam und angestrengt zu reden, so. Ja, das ist dem Nico dann gestern auch so, ey. Da ja, wurde auf einmal ganz schwer. Ja, meine Stimme ist ganz rau geworden. Ja, vom ganzen Lachen immer. Nee. Hey. Wenn, so wenn ich müde bin, kriege ich, Stimmbruch. Meine Stimmkraft. Warum geht mein Tool nicht? Wissen du, Mann, sei erstmal hi, dass du dich hier eingefunden hast. Wie meinst du es mit, ob wir was brauchen? Hi, hi, Mann, sei. Oh, Blüti, cool. Wer ist Blüti? Ah, Blütenzauber. Ja. Lol, Blütenzauber hat bei mir eingefunden, unglaublich. Die ist so cool. Ja, naja, sie zockt Call of Duty. Ja, ich weiß, ich mag, wie sie flucht. Achso, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur die Flut an Pixeln in ihrem Stream gesehen. Oje. Ja, nein, das wird ja noch besser, meinte sie. Das ist irgendwie seit einer bestimmten Zeit da, dass mit der PS4 das Stream behindert ist. Hi, Blütenzauber. Da sind beide noch da? Ja, ja, sind beide noch da. Ja, cool. Schick, schick. Wenn die Musik nervt, dann ja, also doch, also ja, also Bora wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber warum willst du uns helfen? Wer bist du denn, Mensai? Mensai, ich zeig dir erstmal, was ich gebaut habe, okay? Und dir auch, Blütenzauber. Dann komm doch gerne vorbei ins Königreich des Seraphim. Mimimi. Ja, ich weiß auch, dass du nichts dafür kannst. Ja, ja, also wenn klar, wenn du Internet hochstufst, dann kannst du es damit fixen, aber das ist natürlich auch keine Lösung irgendwie, wenn du dann deine Leitung immer voll knallst, bloß weil die es nicht hinkriegen,
mein vernünftiges Stream-Ding einzubinden in die PS4. Weil ich stream mit einer 16.000er. Okay. Ihr kennt euch also, ja? Hier, das ist mein allererstes Haus, was ich gebaut habe. Und nicht wundern, wenn das ruckelt in dem Stream, dann ruckelt es auch bei mir, weil das Game ist... Diejenigen, die es kennen, wissen, dass es hin und wieder ruckelt. Das, da kannst du noch so guten Rechner haben. Ja. Also hier kommt noch eine Bar hin, hier in die Ecke. Hier ist so eine Tröte oben. Und hier an jedem Fenster sind so Fensterbänke, die hat... Die hat die nette Frau hier im Stream gebaut. Genauso wie... Jetzt bin ich auf einmal wieder die nette Frau, ja? Ja, naja, ich rede gerade mit ein oder zwei Mädchen, da muss ich ja nett sein. Du hast 1,9 Mbit, da hast du mehr als ich. Upload! Du hast Upload 1,9. Das ist verdammt viel. Also ich lade langsamer runter als du hochlädst. Oder du vertust dich gerade, das kann auch sein. Ja, hier so mit Kerze und... Ja, ich weiß, irgendwie... Ja, ja, klar. Und hier habe ich auch so die Kissen hingebaut und bla. Und hier habe ich so eine Falltür hingebaut, die mache ich mal hinzu. Eine Falltrühe, genau. Dann macht man die auf und dann, oh Gott, ich kann nicht reagieren. Ploms. Dann bin ich hier drin. Und hier kommt so ein Jumping-Puzzle rein. Wer Guild Wars gespielt hat, weiß, was es ist. Da muss man mit Jumping-Puzzle hier wieder rauskommen. Ich schreibe dir noch irgendwo so ein Schild, wo drauf steht No Grappling. Oder No GH am besten. Wahrscheinlich einfacher. Wegen No Grappling Hook. Ja. GH. Don't grapple in my house. Ja. No grappling. Ja, das habe ich so gebaut. Wie findest du es? Schick, schick, sagt sie. Achso, und Mensa meinte ich. Wie findest du das? Was meinst du gerade? No grapple? Ich habe zu dir gesagt, no grapple, weil du dich da gerade hochgekrabbelt hast. Achso. Auch Mensa hat mir eine Freundesanfrage geschickt. Das ist nett. Und meine Nase ist zu, weil ich eine Hausstauballergie habe und gerade meine Tabletten irgendwie nicht ballern. Ich kann mir noch mal eine geben. Jetzt willst du wieder WoW. Oh. Mensa ist auf jeden Fall ein Junge. Armer oder was? Ja, ich weiß nicht, der schaut schon seit gestern nach neuen Spielen und so und alten Spielen und so. Mensai, warum hilfst du mir jetzt eigentlich? Na, warum? Alter. Er will dafür nichts weiter als deine unsterbliche Seele. Alter, was gibst du mir für Sachen? Eine Rubizid-Axt? Eine Mithril-Pick? Eine Ethereum-Axt? Drei Adventure Grass Grappling Hooks. Alles, worauf wir gerade hinarbeiten, schenkst du mir oder was? Krass. Und zwei Rock Grinder. Das bringt doch gar nichts, ey. Dann klauen wir uns doch selber den Spaß, das alles zu bauen. Nein, tun wir nicht. Na, für die ganzen anderen Lappen. Danke, was kann ich dir dafür geben? Warte, ich gebe dir was ganz Besonderes. Standard. Schön. Baumwolle. Wow. Danke. Muss ich jetzt irgendwas Unanständiges machen oder geht das so? Das heißt, darf ich jetzt etwas Unanständiges? You, sir, doing it right. Mir ist langweilig und ich brauche das Zeug nicht mehr, hat er geschrieben. Ah. Das ist bestimmt ein Glatzenbonus. Brauch die Refinery bauen? Was brauch? Bringt sehr viel mehr als der End der Forge. What?
Ja, yeah, jetzt habe ich auch mal so ein Ding in der Hand. Endlich mal Mio, ne? Ja. Einmal im Leben so in der Hand haben. Ha 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 ha. Aber du gibst auch immer so gute Vorlagen, ey. Es tat weh. Es tat sehr tief in mir weh. Ja, mit so einem dicken Ding halt. Ja. Wenn du es nicht gewohnt bist, kann das schon schmerzhaft werden. Ja, du musst es ja wissen. Oh. Ja. Ist ja keine Ahnung. Oh, shit. Ich hab. Ja. Danke, was. Wie kann ich dir nur danken? Also. Die Axt macht Tier 6. Aber die macht ja auch schon. Die Founders Pickaxe macht ja auch schon Tier 6. Aber dann kann ich die für einen Random Noob, der so einen normalen Key hat, übrig lassen, die Ethereum Axt. Ja. Und eine Rubizid Axt ist Tier 5. Okay. Ja, also ihr könnt beide euch noch eine Adventure oder das Grappling Hook abholen. Vielen, vielen Dank. Ach so, und Werkzeuge wenn möglich an der Tech Forge machen. Das Update der Stone Forge, dann können Tools Bonus Stats kriegen und in der Regel auch mehr Slots. Oh cool. Fauna macht nur T6 Bäume. Ja, ich weiß, T6. Und die Axt macht T6. Faunas Pickaxe macht T6, ja. Ja, ich weiß. Cool, danke schön. New Player. Hallo. Hallo. Hallo, User. Hallo. Wie bist du jetzt so einfach in den Livestream-Channel? Was? Einfach reingekommen? Sowieso. Ja, wie du reingekommen bist. Den Doppelklick gemacht habe und mich da reinbewegt habe. Ach, echt? Weil er Com-Admin ist. Ach. Vogel. Denn eigentlich wollte ich fragen, darf mir wo auch ist denn jetzt hin? Oh, wie cool! Neues Mitglied für unser Königreich! Herzlich ja, genau. Willkommen. Und deswegen dachte ich mal, während ich das runterlade, komme ich mal auf die Internetadresse. Tut mir leid. Ja, wo sein Stream anschmeißen kann. Du kannst hier den Account schon erstellen. Der Stream ist immer an. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Er soll sich deinen Stream anschmeißen. Das Problem ist, ich habe so eine schlechte Internetleitung, ich kann nicht gleichzeitig ziehen und Stream gucken. Ah, ja. Ah, okay. Ja, das ist aber auch normal. Wenn ich runterlade, würde ich ihn auch noch nebenbei einen Stream laufen lassen. Lieber nicht. Und hier muss ich mir jetzt quasi dann einen Account erstellen. Genau, auf der Landmark-Seite. Alter, die Adventurers, die geht so weit, ne? Echt? Ja. Ja, dann grabbel dich mal zu mir rüber. Oh, Alter. Oh, also, was? Der hat die übelste Reichweite. Geil. Ja, was für eine? Was steht da für eine Zahl? Übelste Reichweite ist eine sehr gute. Na, übel halt, ne? 60. 60 Grapple Range. Ja, dann ist das, dann verdoppelt sich das immer. Also, oder er lebt immer 20er ist, Schritten. Der erste hat 20, der zweite hat 40 und der dritte hat dann 60. Okay. Ich mir jetzt so einen Account erstelle, da steht, ich melde mich damit für einen Beta-Key an. Ja, du kriegst, hast ja in Steam so einen Key jetzt. Den habe ich noch nicht, aber ich habe mir dieses Rolle Trailblazer Pack gekauft. Ja, da kriegst du sogar noch 4 weitere Keys. Also du kriegst, geh auf das Spiel, macht also in Steam, mach Rechtsklick, Produktschlüssel anzeigen. Den brauchst du bei der Registration oder nach der Registration. Ich habe Alls End mal geliked. Ach, hatte ich eh schon, ne, da jetzt. Worüber läuft das? Stream? Na, über eine 16.000er mit Open Broadcaster. Ich bin im Keller. Keller gehen. Es gibt noch die Delvers, hat 80 Meter Reichweite, muss man aber in der Kiste finden.
weiß ich auch schon. Ja, schön für dich, ich nicht. Nie wieder unnötig runterfallen, sondern einfach Grabbel. Oh, alles ist gut. Ah, wenn M drücken, show claimable land und alle roten Flecken, die keine Claims sind, sind Höhlen. Ah, toll. Gut zu wissen. Das wusste ich auch schon, das habe ich aber euch auch letztens erklärt. Aber er hört hier schon zu. Ja, eben. Genau. Kannst du Höhlen total gut abgraben. Achso, das Spiel geht über Steam, aber es geht auch ohne Steam. Also man kann es auch ohne Steam kaufen. Ohne Steam ist es, glaube ich, günstiger, weil da kostet es $20 statt 20 Euro. Also ungefähr dann 16 Euro. Ja, du kannst dir aber, du musst es dir nicht kaufen, weil es gibt hier jemanden, der hat noch 3 Keys zu vergeben. Und wenn man ganz lieb ist... der Palono. Und wenn der wieder da ist, dann wir ihm sagen, was du gerne hättest. Ja, du, der Carsten, hier hat jetzt auch noch 4 Keys. Ah ja, stimmt. Auch noch 4 Keys zu vergeben. Wenn der, ja... Ja. Also wenn du ein nettes Mädchen kennenlernen willst, dann hau mal die für Blüthi raus. Ah, die zockt Call of Duty, ich würde aufpassen. Call of Duty-Zockerin. Das sind die ganz harten Mäste. Ja, ich kenne viele Mädels, die Call of Duty zocken. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel Mädels. Zum Beispiel Mädels. Du kennst doch gar keine Mädels. Ich wollte jetzt nicht den Namen sagen, weil die Person das wahrscheinlich nicht cool finden würde. Ich liebe nicht sein armes kleines Herz. Oh. Forever alone. Yes! Also ja, es geht über Steam, musst es dir aber nicht kaufen, weil es gibt genug Leute, die dich mit dem Key zuschmeißen können, vor allem weil du ein Mädchen bist. Ja. Mini-Hütchen ist. Ja, das hatte ich auch gerade im Ohr irgendwie. Guck mal, achso, du willst die Gravel abholen, ja, ohne zu fragen. Hier. Nimm sie einfach. Ja, hier, nimm. Den Arsch dafür auf, nimm. Ja, es war voll die Arbeit. Und hier, das Ding kriegst du auch noch. So. Der Rest ist unnötig. Ja, ne? Habe ich mir auch gedacht, als ich das Ding gesehen habe. Boah, ja, ich krieg doch ständig was von dir. Wenn keiner guckt. Das sollte doch unser kleines, dreckiges Geheimnis sein. Boah. Geheimnis haben. Oh Mann. Miro, wie findest du das Geländer für die Treppe? Bist du schon wieder weggegrabbelt? Ich grabbel mich hin. Boah, guck mal, so weit konnte ich mich grabbeln, Alter. Richtig krass. Du bist der Grabbel King. Ja, Mann, du jetzt auch. Mann, das tut ja bitte. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz umgehen, danke. Ja. 20%. Miss Madon und ich haben jetzt den größten Crabble. Ah, okay, der war zu viel. Gut, ja, was meinst du jetzt? Ich meinte das Geländer hier unten. Ich sehe keins. Das, die du gebaut hast. Ach, das Ding. Ja. Damit man nicht runterfällt. So, oh Gott, jetzt wäre ich aber fast den Meter runtergefallen und hätte mir das Knie gebrochen. Ja, weil sich beschwert. Nein, wer denn? Ja, Nico. Ah, Nico. Da solltest du aber noch ein Geländer machen, ich bin da gerade voll runtergefallen. Ja, wenn man da hochläuft. Hatte der direkt ein Knie im Pfeil. Ja, das war Absicht. Alter. Lol, man kann sich an den Baum grabbeln und von oben hacken. Das geht ja noch schneller. Wo findest du jetzt was? Wo ich Zugriff auf diese Beta-Keys finde. Was ist OBS? Die sind in deinem Steam-Account drin. Nee, auf dem Broadcast. Die E-Mail kriegen damit, glaube ich. Ach, die sind dann wahrscheinlich bei den Items, die ich bekommen habe, oder? Entweder das oder in einer E-Mail, die dir zugeschickt wird.
Ja, ja, klar. Nee, das mache ich wohl, Blütenzauber. Habe ich dir angeboten. Open Broadcast. Ah. Das ist kostenlos. Da kann ich dir helfen, dann wird der Stream schön crisp. Ich hab gerade die Abkürzung nicht gehört. Also danke, lieber Minsei, aber keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Ja, wahrscheinlich, weil er sich dachte, Mann, der hat aber eine kleine Hütte, den supporte ich jetzt mal. Weil er hat ja die Hütte noch nicht mal gesehen. Er hat nur gesehen im Stream Beginner, oh, der hat eine Glatze, na gut, dann schenken wir dem armen Mann mal was. So eine arme Wurst. Ja, der wird bald an Krebs sterben. Ja, das sind die Hütte, tatsächlich ausgezeichnet. Da muss man die Daumen mal ins Steam-Account geben. Oder nicht mal hinzufügen. Also, Blüti, falls du Lust hast, könntest du jetzt uns deinen Steam-Account sagen und dann kriegst du das Spiel zum Testen. Sie meinte, weil wir dich mögen. Blöd, Mann, ich hab nur gefragt, willst du ja nicht gleich daddeln. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Vielleicht will sie es ja doch dann. Ja, wobei, vielleicht traut sie sich's nur nicht zu sagen. Wir haben ein Event und verlosen die Teile einfach. Das ist eigentlich unnötig, weil fast jeder von uns schon einen Key hat. Ja. Ja, auch bei Seraphine und ich. Wir machen ein Seraphine-Event auch. Ja, was hat fast jeder einen Key, der das Spiel spielen will? Wir haben jetzt, glaube ich, noch 7 Keys über oder so. Dann macht doch dein Event. Ich hab keine Ahnung, was du da. Ja, über PS4 Stream ist viel einfacher, weil du einfach nur Stream drückst und dann geht's los. Aber dafür ist die Quali halt auch dementsprechend. Und wenn ich höre, was du für ein Upload hast, 1,9 Upload, du lädst schneller hoch als ich runter und deine Quali ist so beschissen. Also da sagt mir die PS4 gleich. Vielleicht ist es bei der PS4 auch eine Einstellungssache. Kannst du ja mal googeln, PS4 Streamer Settings oder sowas. Kannst du ja mal googeln. Weil vom Upload reicht's ja. Googeln. Hör auf, meine Nase ist verstopft. Macht damit keinen Spaß. Scheiß Hausstauballergie. Was auch noch? Ja, wieso auch noch? Ach, weiß nicht. Ach so, das Blödmann war wegen Call of Duty. Müssen wir nicht falsch verstehen. Okay. Nein, ich verstehe das nicht falsch. Ich werde ständig beleidigt von Mädchen. Ich bin das gewohnt. Genau, Myro ist der Realist schlechthin, genau. Ja, du kannst ihn Blödmann nennen und er nimmt das hin. Ja, was soll er abstreiten, was stimmt? Sag ich doch. Sehr realistisch. Kriegen wir gleich so aufs Maul, Alter. Jetzt grabbelt er uns gleich zu Boden. Ich hab immer noch Rechte auf deinem Gebäude, ne? Einmal alles markieren, Busch. Weil damit macht man keine Späße. Das wäre gemein. Ja. Überleg mal so, weißt du, ich mach das, weil ich ja im Hinterkopf hab, dass ich es ja wieder rückgängig machen kann und krieg dann Disconnect. Oh, ja. Genau das, deswegen macht man sowas nicht. Ich glaube, dann würde ich nach Cottbus fahren und würde dich totprügeln. Ich glaube, dann wäre mein Claim erstmal im Arsch. Dann müsste ich sie sofort rausziehen, bevor sie sich noch rübergegrabbelt hat. Kannst du auch, wenn du auf deinem Grundstück bist, kannst du sie auch schon aus der Liste rauslöschen. Ja, klar, aber... Löschst du sie einfach wo bei ihrem Grundstück? Ich lösche sie einfach zuerst aus raus und lösche dann ihr Grundstück. Auch eine Idee. Wie sie mich gerade aus der Liste kickt, ich hör's schon. We were banned from the server. Ich kann's hören, wie sie mich aus der Liste rauslöscht. Voll paranoid so, ich kann's hören. Mein Haar wachsen hören. Oh nein!
Oh nein, Alter, warum höre ich das ständig? Ich erinnere sie an Milo, den Sänger. Echt? Was? Ja, das habe ich früher in der Schule ständig gehört. Das provoziert mich nicht, ich weiß, dass ich gut aussehe. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Aber keine Schulbildung. Ihr habt ganz schön lange gerade überlegt, was ihr sagen sollt. Nee, ich bin hier gerade schwer. Ja, schwer am Überlegen. Ja, das ist gar nicht so leicht, die Zeugen. Ja. Die kopieren und einzufügen. Hey, wo? Vom Himmel gefallen? Ja, oh. Gesicht gelandet. Ich geht's. Irgendjemand hat mich in TS angeschrieben, glaube ich. Ich habe allgemein geschrieben. Ah, gut. Dann switch ich nicht drauf. Nee, ist noch. Das Game wieder ab. Ich habe gerade einen Landmark Beta Key für unser Counter-Strike Source zu mir ausgewogen. Okay. Ja. Perfekt. Das war ein Kompliment von ihr. Ah, gut. Du bist nicht unbedingt gut in Komplimente machen. Ich wurde mit Milo immer beleidigt. Aber gut. Kannst du ja nicht riechen. Nee. Weißt du, an wen mich Miro erinnert? An Milhouse Vater. Milhouse? Wer war das nochmal? Ach so. Genial. Wer erinnert dich an Milhouse Vater? Na, ich. Boah, Alter, ich hätte das böse. Ich find's gut. Also, solange du es selber gut findest, ist ja alles in Ordnung. New Player. Oh, da ist er wieder. Bibi. Bibi. Ja, der Blütenzauber. Wie kommt man auf Blütenzauber und dann noch 90? Ist das die Maße? Ja, weil es 90er Jahrgang ist. Ach so. Auf Blütenzauber steht. Maße, Alter, Mann. Was denn? Ich bin... Oh. Was, 90, 90, 90? Naja, 90 einfach nur oben. Boah, Alter. Ein 90-jähriger Blütenzauber. Hey, Blüti ist weiblich. Das war ein Schmucker, naja. Ich guck mal kurz, wie er aussah, oder? Der Schmucke-Typ. Milo. Milo. Ja, Nestle, Milo. Hm? Okay. Ich finde ihn nicht. Der da? Der? Nein, ich glaube nicht. Milo war doch ein Deutscher, oder? Weiß nicht. Hallo Deutsch. Das war doch der, der gesungen hat mit diesem Telefonsong, keine Ahnung. Musiker, ich mal gemacht. Milo, Musiker. Nee, ich finde ihn nicht. Vielleicht hast du den Namen falsch. M-I-L-O, ne? Da kann man nicht viel falsch machen, oder? M-I-L-O-W. Oh. Milo. Ach, der? Nee. Nee, der ist Schmuck. Ich erinnere dich an ihn, weil ich eine Glatze habe. Toll! Super! War Milo nicht ein Alien? Ja, Männer mit Glatzen sind so ein Stereotyp. Ach so. Die sehen alle aus wie Milo. Sag ich doch! Ich sag doch, der war Belgier. Belgier, ja, ja. Ja, aber falsch, stimmt übrigens. Was? Sieht der schon, nimm mal lieber ab, aber nicht wieder mit hinterm Kopf.
Naja, ich gehe wieder zurück ins Game hier. Ich sehe die ganze Zeit. Sieht man mein. Ja, man sieht alles. Na Mann, wer schreibt mir denn immer? Lol. Ex-Freundin schreibt mich an, ich hyperventiliere gerade, hilf mir, und ich so, was ist nur los? Bin vom TS gebannt und ich schreibe in Caps Lock, you're banned from the server. Ich fand gut. Mahlzeit, Psycho. Sorry, dass ich gerade auf dem Desktop war. Ich bin jetzt wieder im Game. Autsch. Hallihallo, Psycho. Psycho, dann kann ich dir auch noch die Hütte kurz zeigen, wa? Ja, jetzt wo ich mal nebenbei noch so. Ich bin übrigens bei einem. Du bist Psycho. Du bist cool. Du bist cool. Dich fand ich immer gut. Danke, das ist ja nicht gut. Immer gut, sich bei den Admins einzuschleimen. Ach so, das ist ein Admin. Ja, aber weil du ja ab bist, kennst du jemanden? Wie heißt denn der jetzt nochmal? Mörder? Nee, wie hieß der? Ich weiß auch nicht. Also das Ding hier unter dem Gebäude kommt noch weg. Das ist komisch, weil... Du musst... Wer der nicht von angeschrieben hat. Ja, genau. Machen, Mann. Ja, du musst einfach das Video muten, dann hörst du... Ja, ich hab's auch vergessen. Das unten im TS. Also es ist halt komplett alles selber eingerichtet und so. Der hat mich halt gewispert und meinte, ich soll mal auf den Link klicken und so. Meinte ich so, ja, nee, sicher nicht. Und dann so. Ja. Irgendwie ganz merkwürdig. Ja, komm. Ist doch nur cool. Wer ist denn der Typ? Ja, der heißt Mörder... Nee, wie hieß denn der? Der muss doch bei dir noch drinnen stehen, wenn der... Mörder Dick. Muss doch bei dir unten im Chat stehen. Ja, aber ich hab den gelöscht, also für den Chat. Warte. Ja. Hier ist Kinder, oder? Da steht Wandel. Nur, wenn sie reden. So, wie fange ich hier an mit dem? Ich möchte hier so ein, ganz am Ende so ein Tisch mit Stühlen. Und dann denkt man so, hä, ein Tisch mit Stühlen? Und dann muss man auf den Schrank. Ja, genau. Ha, ich hab schon eine Idee. Brauche ich einen Schrank? Ja, genau. Heute ist Freitag. Das sieht ziemlich cool aus. Scheiße, ich muss noch einen Text für Wilder schreiben. Ich mach das so. Oh Mann. Du musst einen Text wofür schreiben? Für Wildstar. Ich hab's total verhängt. Verhängt? Verhängt, okay. Kennst du das okay. nicht? So. War wahrscheinlich nur in der Schule. Nee, ja, wahrscheinlich. Du nimmst das alles schon an, ey. Erst zum Kotzen, aber. Ja, okay. Mein Beileid. Ja, eben, kannst du ja nicht für. So. Hello the Killer, war der das? Hello the Killer. Oh. Ja, Hello the Killer war das, glaube ich, ne? Schreib mir den ständig, ey. Ich hab jetzt mal hier hochgescrollt. Bin beschäftigt. Jetzt, sorry, streame, kannst gern zuschauen und ja im nice. Chat dort weiterschreiben. Hihi, lol, OMG, Roffel. So. DTF, ja, kann ich leider gerade nicht viel machen. Müsste ich. Nein, das ist kein Problem, aber ich fand's halt ein bisschen komisch, weil. Weil ich halt auch meine, ja, sorry, aber ich klicke nicht einfach so auf irgendwelche Links. Ja, aber es ist kein Virus. Dann meinst du, ja, was ist denn dann? Ja, es geht ganz schnell und so. Und dann irgendwas mit so und so. Aber habe ich dann auch gemeint, nee, sorry, du. Komisch. Ist wahrscheinlich das Beste, dass du nicht drauf geklickt hast. Ja, ja. Ja, ich kriege ja auf Facebook schon immer so von meiner ehemaligen Hort-Betreuerin so, oh mein Gott, kennt ihr dieses Bild? Und so ein Link, weil es hat wieder irgendwie ja, ja. mit so einem Hund, der wieder angezündet wird. Das ist einfach so im Arsch. Was ist da? Jetzt kommt da gerade so ein Turm. Von oben. Von der Grafik her ist es schon ziemlich cool gemacht, oder? Also, du guckst jetzt erst zu?
Ey, ich guck schon zu, aber der Streamer hängt bei mir ein bisschen hinterher. Achso. Weil wahrscheinlich wegen dem Download. Nee, da hast du recht, Blütenzauber. Das wäre natürlich ein verschenkter Code. Ja, wenn du einen Code annimmst, dann musst du für denjenigen, der dir den Code gibt, erstmal 3 Tage lang Materialien besorgen. Bitch. Ja, die Materialien-Bitch bist du dann. Nein, das würde ich so nicht sagen. Palmschlampe, das passt dir. Oh, böse. Ja, ich hab den. Kann man auch einen Weltraum und so bauen oder abbauen? Ich hab ja meinen Trailer gesehen. Ist das hoch oder ist das? Na, da hat jemand einen Weltraum gebaut. Das hat sich dann einer gebaut, ja. Echt? Nice. Hm. Aber wo sollst du sonst Moonstone finden, wenn du nicht in den Weltraum kannst? Das findest du in den Tier 4 Höhlen. Achso. Aber bestimmt keine Pipis, oder? Nee. Ja. Was gleich wird's das nachts. Wenn man keinen Pipi hat, um es weiterzuentwickeln. Kein Pipi? Ja. Wenn man kein Pipi hat. Ich habe immer Pipi. So kann man es auch sehen. Wenn man kein Pipi hat, heißt man Myro. Den verstehe ich nicht. Ich schon. Und die spielt jetzt auch in der. Ja, der hat es schon seit ein paar Tagen. Aber. Ich weiß nicht, ob Corona und Dimi wieder ein bisschen demotiviert sind oder einfach nur aufs WVB konzentrieren. Na, aber die kommen irgendwie nicht mehr raus. Also Hanni ist gerade vollkommen auf WVB gesessen. Ja. Ja, das ist halt so. Das Leben ist hart. Ja. Ich meine, klar, ist auch nicht für jeden was. Mein Freund hat auch gesagt, was soll ich in einem Spiel, wo ich nur bauen kann? Es gibt nicht mal Monster oder so oder irgendeine Action. Ach, sind keine Monster? Was? Nee, noch nicht. Keine sauber. Okay, sie wird jetzt The Last of Us weiterspielen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Blütenzauber, einen schönen Tag. Lol. Und schön, dass du da warst. Auf jeden Fall, nice. Und wenn du Hilfe brauchst, dann schreib mich an wegen deinem OBS. Stream OBS, genau. Ein cooles Gerät. Was? Das, was ich da aufbaue? Ja, das sind so Crafting Stations, die sind da aber nur so. Das Tolle wird halt ein Jump-Event hier. Du kennst ja bestimmt Guild Wars, oder? Guild Wars. Ja. Ja, genau. Und ich baue hier so ein Jumping-Puzzle rein, damit man wieder rauskommt da oben. Wenn man durch die Falltür reinfällt. Okay, cool. Ja. Ich habe aber eine bessere Idee, was die Crafting Station angeht. Die mache ich lieber. Komm. Komplett in der Wand drin. Ja. Nehme ich die Teile nochmal mit. Komm schon. Heißt ey, so langsam werden bei mir die. Sehr gerne. Die Dings hier so unförmig, die Plattform, dass ich extrem viel improvisieren muss hier mit den Zeilen. Ah. Oh Gott. Ach Quatsch. Da kommt man nicht mit diesem alten Haken raus. Ja, ja, klar, kommen wir mit dem Haken raus. Aber das wäre langweilig. Da steht dann No Grappling oder sowas. No Grappling, please. Schreibe ich dann dahin. Okay. Ha. Du musst. Oh. Entschuldigung. Danke. Ja, yeah, 75%. Ole, ole. Also ich muss jetzt mal ein bisschen hier Material Crafting betreiben. Einrichtungen und so ein Scheiß.
Obwohl, vielleicht sollte ich noch gar nicht einrichten. Vielleicht sollte ich erstmal fertig bauen. Ja. Steuer einrichten ist immer doof. Ja. Ja, Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Nee, oder? Wirklich nicht. Fuck. Also es gibt nichts, was so ein bisschen Info und Arbeit und Nachdenken und Experimentieren nicht hinkriegt. Ja, das stimmt. Das ist echt so geil. Also nicht über Minecraft, wo dann schon ein bisschen Grenzen gesetzt sind. Nee, die gibt's hier nicht. Es gibt keine Limits. Ja, du, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ja. Bei Minecraft halt ist es ja immer so, es sieht immer aus, je weiter du weg bist. Aber bei dem Spiel hier kannst du halt einfach so alles dir angucken, kannst so gucken, boah, voll filigrane Arbeiten haben die da gemacht und so. Das ist total nice. Ja, manchmal bist du voll geflasht, ey, gehst da hin und dann, Aber echt, ne? Das kann doch kein Mensch gebaut haben. Und dann doch, das habe ich in einem Monat gebaut. So eine komplette Stadt. Ja, voll heftig. Drei Wochen. Am ersten Haus saß ich 3 Tage und der Rest hat dann so 3 Wochen gedauert. Echte Freak, ey. Was ist denn das? Was? Wasser vielleicht, wenn da ist. Mal gucken. Wo werden einem angezeigt, wie viele Voxel der ganze Inhalt sind? Die Gesamtsumme, die man braucht, wird einem doch auch irgendwo angezeigt. Wenn man das markiert, oder? Okay. Wäre aber mal nice. Ja. Oh, ich hab nicht mehr genug Holz. Ich muss wieder hoch. Ist echt gemein, wenn du was bauen willst und dann geht hier kurz vor Ende das Holz alle. Vor allem, wenn du ein Holzhaus baust. Ja. Scheiße, das ist einer zu wenig. Ah. Also, im Trailer sind so ein paar unfassbar geile Sachen zu sehen, ne? Dort, Dimi ist online. Ladet ihn ein. Nein, euer auch nicht, meine Gruppe. Ausgeschlossen. Ich hab ihn ja gemobbt schon. War cool, oder? Dass der eine Zuschauer einfach vorbeikommt und uns da Sachen schenkt. Voll nice, ey. Das Drafting-System sieht auch cool aus. Jetzt baust du, also bei mir baust du gerade ab aus dem Boden. Cool aus. Ist wirklich sehr nice. Was? Ach, meins. Ha, meins ist gut, ja. Wann ist denn der Download fertig? Ich müsste jetzt bei um und bei 90% sein. Bei 87 bin ich. Ah, cool. Cooler wären ja noch so ein paar Animationen, wenn du gerade Bäume fällst, dass die Bäume auch umfallen. Ja. Klar, aber das ist halt schwer, weil das alles Voxel ist. Voxel und Animationen zusammen sind eine Sache, die sind schwer zu machen. Gut, aber so sieht es schon ziemlich cool aus. Ja. Ja,
Aber die fügen auch ziemlich viele Craft-Gegenstände ein, die du an so Machines craften kannst, und die sind dann schon oft auch animiert, also. Ja, das sind ja Props. Ja, ja. Sag ich ja. Oh, da steht hier Susan Block. Oh, der gibt mir schon wieder zwei Adventurer Grappling Hooks. Haufen. Was? Heavy. Wieder, ja. Huge Mithril Pig, Mithril Pig, Heavy. Krass. Ey, Mensai, das ist sehr freundlich. Ja, voll nice. Ohne Scheiß. Dankeschön. Es ist voll viel Kram. Revanchieren können, indem wir dein Grundstück ein bisschen liken oder was? Mein wir sind echt viele Inventar Leute. Ist voll. Ich muss erstmal eine Kiste bauen. Tut mir leid. Kann ja auch erstmal zu uns kommen. Yes. Aber ich kann ja Scheiße wegschmeißen. Hier, die schmeiße ich zu dir. Was haben wir hier noch für ein Shit? Dann bin ich gleich dabei. Das will ich vielleicht noch haben. Ach, ich bin so durcheinander. Ja, warte, ich kenn's immer. Kurz, komm mal mit. Er kann auch gerne ins TS kommen, oder nicht? Hier leer aus. Mein Baumhaus. Gemein. Oh Gott. Oh nein, ey. Ja? Hallo? Mute dich. Microphone muted. Ah, okay, cool. Alles ist gut, ja? Hast du alles schon rausgekriegt aus dem Auto? Hammer, geil. Geht's dir gut? Okay, cool. Bin ich ja echt zufrieden. Das ist schön. Ja, lass es dir gut gehen, Mann. Okay. Ja, sehr gerne. Lass es dir schmecken. Tschüss. So, Susanne hat angerufen. Sie ist gut angekommen, alles ist gut. Alles ist ausgepackt. Nice. Und mein Game hängt. Nicht so nice. Uncool, ja. So wie über. Bye-bye. Und 98%. Leute, drückt mal Alt F10. Oder STG und F10. Dann? Ja, macht mal. Jetzt? Ach so, kannst du Ding ausblenden. Ist cool für Screenshots. Naja, dieselbe Taste. Ist ja logisch. So. Ach, nur Alt und F10, nicht Steuerung und Alt. Steuerung? Nein. Nee. Also Steuerung. Entweder Steuerung oder Alt und F10. Ah, okay. Das ist auch nett. So, Prop und die Bank. Kann ich eine von bauen, sehr gut.